Guten Tag, Leute, hier ist der Nurse Ginger. Das ist K-Rox. Bye! Das Brony! Way to go! Yo! Und heute, könnt ihr es im Titel lesen, wir sind auf dem Weg zum Pre-Release zu VCCG. Hi Magic! Wir latschen hier gerade im Wohnort zum Bahnhof, beziehungsweise im Ort neben dem Wohnort zum Bahnhof. Und damit gehen wir dann vom Zug aus halt in den nächsten Dorf und dann davon nach München. Und da ist das Turnier, beziehungsweise das Pre-Release. Wir müssen uns ganz schön beeilen, weil wir spät dran sind. Ja, jetzt geht's los. Und neue Schuhe. Peace, Leute. Wir sitzen jetzt im Zug und haben keine Plätze gefunden. Weshalb wir hier behindert auf dem Boden gammeln. Und jetzt noch eine halbe Stunde sind wir in München. Yay. Yo. Wir sind im Münchner Hauptbahnhof. Eine Stunde zu früh, weil wir so scheiß Umstiegszeiten hatten, so ganz knappe, dann sind wir früher gefahren, deswegen. Wir werden jetzt hier chillen und sonst was tun, bis die anderen Leute auftauchen. Yo! Der ist auch da! Hi! Also wir sind angekommen, wir haben unsere Präsenz preisgegeben und ich habe direkt mal zwei Displays gekauft. und bin ziemlich billig weggekommen, also kommen auf jeden Fall zwei Display-Openings im Laufe des Tages noch. Und zwar ein Absolute Disco-Display noch frisch verschweißt und ein Equestrian Odyssey-Display, wo 5 Booster fehlen. Aber okay. Also noch, die anderen Karten noch hast, die High Magic Karten. Genau. Vor dem Öffnen, meinst du? Ja. Warum? Alle zusammen. Achso, alles in ein Video. Na. Oh. Weil ich Display für Display haben will, dann habe ich mehr Content, verstehe ich. Okay, dann sehen wir uns gleich im Laden nochmal. Wir gehen jetzt Konserven kaufen. Für was für eine Aktion? Was? Auto. Autos! Auf der Straße! Fuck! Geschafft. Jojojo, wir sitzen jetzt am Tisch und hier ist das Absolute Disco Display, das ist noch komplett voll und Equestrian Odysseys und da fehlen eben 5. Die wurden halt vorher schon gekauft, aber YOLO und ein High Magic Display kommt halt auch noch dazu, plus das Pre-Release selber, also freut euch auf die Openings davon und jetzt auf den Verlauf des Pre-Releases. Hi! Das Turnier geht bald los und jetzt haben wir immer unsere Sachen bekommen. Also das ist die Teilnahme-Promo. Focus, please. Richtig geiler Scheiß. Und dann haben wir das hier. Und da ist genau das Ding, das Christian schon gezeigt hat drin. Ein Token. Richtig geiler Scheiß, schön hier drinnen. Ich gleich mal wieder da rein. Übel stylisch hier. Also, wir haben hier 8 High Magic Booster, die ich jetzt öffnen werde. Und daraus musste ich mir mein Deck bauen. Ah ja. Und den Button gab's auch. Scheiß auf alle Karten, ich hab Kevin! Kevin! Okay. Kevin! Fucking Kevin! Ich brauch 3 Kevin! Hey, ich hab Spitfire Super Rare. Cool! When you discard end of play, you may put 3/1 blue Pegasus Friends tokens with Kevin! Was mach ich denn? Und ich hab ich nur Rare. Diese Tokens leider nicht. Soren Rare. Nee, weil die, oder weil die halt 1/1 und 4/1. Du brauchst noch Kevins? Ich denke, wir haben genug Kevins da. Ich hab schon 2. Ich hab einen.
Kevin, was kann der überhaupt? Das ist Card. Add this card in das play, name a color. This card is that color. Hey, der ist mein Rare. Das ist gar nichts. Freut euch. Meine Rare. Ernsthaft? Ich habe auch so eine böse Befürchtung gerade bei mir. Also Leute, sorry, dass ich es nicht so gut zeige, aber ja, das Ganze muss hier ein bisschen schnell gehen, weil ich das Deck auch noch bauen muss. Rare. Oh, bis jetzt nur Rares, komm schon. Ey, ich schwör, mein Verband pisst mich an. Er geht immer wieder ab. Wieder nur eine Ultra. Was, schon wieder eine Ultra? Alter, ich krieg diese scheiß Ultra nicht auf den Ultra. Ich flipp aus, ich hab noch nichts. Zwei Booster noch und noch gar nichts. Aber wir haben noch Hoffnung bei Christian, der hat noch vier. Eine Super Rare, das ist meine Rare. Und Moondancer als Super Rare. Yay! Sieht verdammt hübsch aus. Letztes Booster. Bitte, Hail Discord, komm schon. Oh. Letztes Booster, Leute, auf meiner Seite. Komm schon, komm schon, komm schon. Are you fucking serious? Ich hab einen Troublemaker bekommen. Ich hab 7 Rares. Und Moondancer, super rare. Aus den Karten hier werde ich mir jetzt ein Deck bauen müssen. Mal gucken. Kurzer Einblick in mein erstes Match. Ich spiele gegen den Sören. Gell, Sören? Das ist Sörens Feld im Moment. So sind wir beide glücklich. Und das ist mein Feld im Moment. So ist der Punktestand. Ich habe 7, er 6, aber er ist gerade dran. Und ja, hier sind meine Handkarten. Ich habe einen Troublemaker hier, den ich jetzt halt einmal langsam killen muss. Mein eigenes Problem, die ganze Zeit confronted. Und ja, es sieht noch sehr auf Augenhöhe aus, gell? Das kann sich aber schnell ändern bei dir. Nochmal kleines Update, ich habe keine Karten auf der Hand, das ist mein Feld. Ich brauche 14 Punkte, um das zu confronten, weil ich hier 2, 2, 3 von diesem Eccentric hat. Und hier habe ich auch Fett aufgebaut, um mein Problem zu beschützen, und die liegen hier. Ich habe 11 Punkte, er hat fucking 11 Tokens. und ja, mal gucken, wo uns das noch hinführt. Okay, ich hatte gerade meinen Zug gemacht, habe jetzt 14 Punkte. Und Sören haut jetzt hier kräftig rein und gewinnt automatisch, weil er das zuerst confrontet. Lege einen +1 Token drauf ja. Und gebe die Power. Oh, scheiße. Aber knapp, 15, 14. Alter, hier, Bro, verdammt nochmal. Oh, scheiße. Okay, aber es war verdammt knapp. Ich habe halt fett getankt hier. Hatte deswegen viel liegen. Weshalb du eigentlich einen Charakter wegzutun, hat dir nicht viel gebracht. Und deswegen, ja, war ein knappes Match. 15-14 gewonnen. Verdammt! Ah! Weiter geht's, nächstes Match auf dieser hübschen Playmatte. Und gegen Christian! Ich werde dich zerstören! Und das ist meine Hand. Auch wenn ich die nicht wirklich zeigen kann gerade so. Holy shit, Christian hat gesagt, er zerstört mich in dem Match, Alter. Aber ich habe ihn zerstört, Alter. 15-9 habe ich gewonnen. Und yo, mein erster Sieg. Ha. Yo, also 2 Matches habe ich hinter mir. Was spielen wir? 4 oder 5 Runden? Ich glaube 4. Das heißt, entweder ich spiele noch 2 oder ich muss einmal aussetzen.
was natürlich doof wäre, aber ja, mal gucken. Ich hoffe, ich gewinne noch weiter und schauen wir mal, ob ich diesmal eine der ersten drei werde. Das wäre natürlich super. Sagen Sie zu Ihrer Niederlage. Ich wurde zerstört. Fuck. Vor allem wie halt die ganze Zeit gesagt hat, Chris, du wirst jetzt zerstört. Und du wurdest du zerstört. Kommt davon, sag mir was vorher nicht. Tja, mein nächstes Match habe ich gegen Star Fox verloren und zwar 10 zu 15. Aber ja. Und Star Fox haben jeweils nur Wins bis jetzt. Das heißt, die battlen den ersten Platz aus und dann heißt es mal schauen, wer sonst noch irgendwo in der Nähe ist. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Er hat 38 Punkte insgesamt aktuell, doch, nicht 39. Ich habe eine Frage, warum jetzt hat... Jetzt setzt du auf. Ja. Das heißt, du kriegst der Moser hat doppelt gegen, hat gegen denselben Gegner... Schalke hat mich abgezogen. Verdammte Scheiße, ich hatte sogar gehofft zu gewinnen. Er hat mich 15 zu 8 abgezogen. Was willst du gegen Team machen? Scheiße, ganz ehrlich. Die drei. Ich habe so, aber ich habe auch richtig Scheiße gezogen, ganz ehrlich. Ich habe meine ganze Immediate-Card nicht gezogen und Elizabeth, die mir eine Menge gebracht hat in dem Game, bis jetzt in den Games, auch nicht, weil die brauche ich gerade am Anfang extrem für die Swifts und so. Und dann habe ich immer wieder den Effekt von meinem Main-Character vergessen. Was ist nur los mit mir? Wie auch immer, jetzt entscheidet es sich. Ich bin dann bei... Ist das deins? Eine Runde. Du hast ich bin bei 47 Punkten. 47. Und einer von den beiden wird 60 haben und der andere nicht 60. Das heißt, ich bin wahrscheinlich drittplatzierter oder so. Ja, also mal gucken. Vielleicht staube ich ja beim Verlosen noch irgendwas ab. Mal gucken. Ja, damit Christian musste aussetzen, deswegen keine Punkte. Verkackt. Okay, die Spiele sind vorbei, alle Spiele sind fertig. Jetzt warten wir auf Sören, der guckt, wer erster, zweiter, dritter etc. ist, in der richtigen Reihenfolge. Dann werden die Preise verteilt und danach wird noch verlost die Verlosungspreise. Danach werden wir noch einkaufen. Ich muss ja noch ein High-Magic-Display kaufen. So, yo, wir haben dabei dieser Christmas-Charity-Dings da mitgemacht, deswegen haben wir Mützen auf. Wir haben dann einen Block von den Question Odysseys gekriegt, der Button zu Question Odysseys und er und ich noch einen Booster zu Question Odysseys. Da haben wir leider nur Rares rausgezogen, und zwar die hier. Die hier. Dann haben wir zum Mitspielen natürlich die Teilnahme-Booster gekommen, da ist der. Der rausgesprungen und beim Verlosen ist, habe ich dann nochmal so ein Figment-Dings da bekommen. Und Christian, die Ultra Rare, voll geil. Und ich habe mir gerade noch ein Display geholt, das heißt, wir haben dann später drei Displays zum Aufmachen. Ich schaue, dass sie vielleicht noch fünf Question Odyssey Booster da haben, dann klatsche ich die noch ins Display rein, dann haben wir wirklich drei volle. Okay, mittlerweile ist es dunkel draußen, ich habe noch meine hübsche Mütze auf und wir gehen jetzt. Item Shop. Ja, wir gehen jetzt zum Item Shop. Mal gucken, was es da so alles gibt. Ein bisschen Kohle habe ich noch. Wir gehen jetzt auch noch mal schnell in den Funtainment und gucken, wegen Boostern und so, was da noch alles da ist und schauen, vielleicht doch noch was kaufen. Yo, also wir stehen jetzt in der S-Bahn und gehen jetzt dann noch zum Item Shop. Haben uns entschieden. Also wir haben jetzt insgesamt ein Absolute Discord Display, eine Question Odyssey Display komplett, ein High Magic Display und wir haben noch fünf weitere High Magic Booster geöffnet gerade, indem wir dieselbe Twilight Ultra Rare nochmal gezogen haben und die andere, die du gezogen hast. Ah ja, und wie hieß er denn? Tatabus. Tatabus, genau. Tatabus oder Tatabus. So. Also die wir zeigen sie später nochmal, aber ja. Die Karte, die bei der Luna-Episode da, dieses Monster. Voll geil! Jo, also wir sind im Itemshop. Und ich habe jetzt das gefunden, weil ich will unbedingt den Discord haben. Deswegen kaufen wir gleich das ganze verdammte Teil. Ich mal wieder. Und das geile Walking Dead Shirt hier. Sieht halt richtig gut. Ja, das hole ich mir. Wer auf Walking Dead steht, schreibt es in die Kommentare. Dann feiere ich euch, weil Walking Dead ist ultrast. Jetzt gucke ich noch ein bisschen rum und zeige euch später, was ich gekauft habe. Gerade am Futtern. Also, ich habe mir jetzt das Walking Dead T-Shirt gekauft. Einen Apple Farm Cider
Drink, der da. Der ist einfach so klischeehaft auf Applejack, dass ich den haben muss. Wie die Applejacks. Diese Cornflakes. Habe ich ja auch vom Item Shop. Und dann noch so ein Squishy Fluttershy Fashion Dings. Weil die Fluttershy hat mir noch gefehlt. Jetzt fehlt mir bloß noch Pinky und Rainbow Dash. Und die CMCs, die sind unwichtig. Jo, Hallöchen. Ich bin jetzt auf dem Heimweg. Christian habe ich auch zurückgelassen. Also, der ist bei sich zu Hause jetzt. Und ich gehe selber nach Hause. War noch gerade bei einem Kumpel. Und jo, werde mich dann gleich zu Hause umgammeln. Euch nochmal zeigen, was ich gekauft habe. Und dann gibt es Einzelvideos für alles, was ich gekauft habe. Jo. Jo, ich bin zu Hause angekommen, wie ihr sehen könnt. Habe ich die Kamera gewechselt. Jo, und jetzt möchte ich einen kleinen Recap machen von allem, was heute passiert ist und von den Sachen, die ich gekauft und gewonnen und gekriegt habe. Okay, fangen wir mal an bei dem Turnier. Ja, Turnier ist nicht so ganz super duper für mich gelaufen. Ich habe erst ganz knapp gegen Sören verloren mit 14-15, was ziemlich cool war, weil Sören ist halt ein heftiger Gegner. Dann habe ich gegen Christian gespielt, den habe ich vernichtet. Dann habe ich 10-15 gespielt und mein letztes war leider das schlechteste Match. Und das war gegen Shy Guy, und zwar habe ich dann nur Crab gezogen und leider extrem Punkte verloren. Das habe ich dann 8-15 verloren. So die Sache ist die, ich hatte an sich relativ viele Punkte, und zwar 47. Und die einzige über mir mit mehr Punkten war Star Fox natürlich mit 60 Punkten, weil er jedes Match gewonnen hat. Und Sören mit 54 Punkten. Genau. Und ich hatte 47 und sonst waren alle unter mir. Und deswegen dachte ich, oh geil, zweiter Platz. Aber man kriegt auch noch Matchpunkte. Das bedeutet, wenn man ein Match verliert, kriegt man nur einen Punkt. Und wenn man ein Match gewinnt, drei Punkte. Und ich hatte dann insgesamt drei Verlierer und drei Dinge, also sechs Matchpunkte insgesamt, weshalb ich im Gegensatz zu den anderen, weil die meisten haben halt mal gewonnen, mal verloren, haben dann viel mehr Punkte gehabt wie ich. Ja, auf jeden Fall. Selbst Christian, der einmal aussetzen musste, hat dann eine bessere Platzierung als ich, deswegen habe ich keinen Preis und gar nichts bekommen. Aber ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich vom Pre-Release selber alles bekommen habe. Ihr habt es zwar im Video schon gesehen, aber ich möchte es euch gerne nochmal zeigen. Folgendes. Und zwar für die Teilnahme des Pre-Releases kriegt man einmal den Button von High Magic. Nichts Besonderes. Also man kriegt von jedem Pre-Release einen Button. Ich glaube, mir fehlt jetzt nur der Absolute Discord-Button, was natürlich schade ist. Aber sonst müsste ich alle haben. Jeder Teilnehmer hat ebenfalls sowas bekommen, dass, ich zeige es hier nochmal schön. Ich weiß, der Fokus ist nicht so gut bei der Kamera, aber dennoch. Einen, wie heißt es, Figment-Token. So sieht meiner aus, beziehungsweise generell der, den jeder heute gekriegt hat. Nightmare Moon, zweimal Magic Power. Das Geile ist, da Christian und ich zusammen sammeln, habe ich erstmal zwei davon. Und ganz am Ende, weil ich gar nichts gewonnen habe oder verlost bekommen habe, war halt noch eins übrig, die habe ich dann bekommen. Das heißt, ich habe ein Playset mit den Figment-Tokens, was natürlich wahnsinnig cool ist. Jeder Teilnehmer hat ebenfalls ein Teilnahme-Booster gekriegt von High Magic, aber erst ganz am Ende des Turniers. Und während des Turniers haben wir genau 8, das sind jetzt zwar 5, aber 8 High Magic-Booster gekriegt. Und aus diesen 8 High Magic-Boostern mussten wir uns ein Deck bauen mit 5 Problems und 30 Karten im Deck selber. Ich habe Magic Kindness gespielt, also gelb-lila, und es ist ziemlich gut gewesen, das Deck, weil ich viele Immediate, also Schnellspielkarten gespielt habe, was mir gut geholfen hat. Also für die Leute, die sich jetzt nicht mit CCG auskennen, tut mir echt leid, dass ich hier so viel Zeug laber, das ihr wahrscheinlich nicht versteht, aber ich habe für das Brownie vorgesehen, deutsche Tutorials zu machen, um euch zu erklären, was ist, wie man das Spiel spielt und etc. Und dann kann ich euch was beibringen und rein theoretisch sogar Karten verkaufen, weil ich so viele hier habe. Mit den ganzen Displays, die ich schon geöffnet habe, da hinten. Also ich glaube, ich habe schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 14 MLP-Displays geöffnet und da stehen noch mehr, die ich heute gekauft habe. Whatever. Genau, und ja, wie gesagt, Turnier ist bei mir nicht so doll ausgelaufen, aber das ist eigentlich egal, das war zum Spaß ziemlich cool. Ich habe leider auch nur eine Super Rare gezogen, also eine glitzernde Karte, und weder Christian noch ich haben eine Ultra Rare gezogen in diesen 8 Boostern, was schade ist, wohingegen sogar einer, und zwar, wer war das, Dirk war das, der hat eine Royal Rare gezogen und die Royal Rares sind noch viel seltener als Ultra Rares, da kriegt man vielleicht eine in 3 Displays, wenn man Glück hat. Und deswegen mal gucken, was in meinem Display damit ist. Und noch dazu, zu diesem Deck, das wir erstellt haben, mussten wir uns eine Karte ausdrucken, weil nicht jeder Equestrian Odysseys Main Character hat. Und ich habe mit der Twilight gespielt. Und ja. Ja, das war im Grunde schon alles, was wir gekriegt haben vom Pre-Release selber. Ach ja, es gab noch eine Teilnahme-Promo. Wo habe ich die denn hingepackt? Das war unsere Teilnahme-Promo. Wie heißt sie denn? A True True Friend mit dem High Magic Pre-Release Zeichen unten drauf. Ich weiß, der Fokus ist da kacke, aber da kriegst du nicht zusammensammeln. Haben wir 2 davon, ist natürlich super geil. Das heißt, eine steht zum Tausch und ach ja, Tauschvideos wird es auch noch geben für die, die tatsächlich Interesse haben und so. So, dann kommen wir zu der Verlosung am Ende. Wie gesagt, da ich weder erster, zweiter, dritter war, habe ich keine extra Booster bekommen. Ich habe dann meinen Teilnahme-Booster bekommen. Ist auch nichts Gutes rausgekommen. Christian ebenfalls nicht. Aber dann gab es noch eine Ultra-Rare, 2 Super-Rares, einen Button und etc., die verlost wurden. Und Christian hat dann die Ultra-Rare gewonnen, die man dort hätte kriegen können. Voll geil, und da wir zusammensammeln, habe ich auch was davon. Also ich bin der Hüter der Karten, weil ich ja der Sammler bin von uns beiden, werde ich das Ganze in meine Sammlung reintun und Christian darf sich dann quasi immer nehmen, was er möchte für seine Decks, weil er mehr der Spieler ist wie ich und ich mache das halt nur so zum Spaß. Also mir ist das Gewinnen nicht ganz so wichtig, auch wenn ich voll heiß drauf bin, mal zu gewinnen, aber bis der Traum mal wahr wird. So, und dann war dort heute eine Christmas-Charity-Aktion, bei der wir in gewisser Weise 4 Konservendosen kaufen mussten. Die geben wir dort ab und dafür gibt es halt dann nochmal Preise und diese Konserven werden dann an Bedürftige gespendet und so Heime und etc. Und was wir dort gewonnen haben, sind ein Equestrian Odysseys Notizblock, beziehungsweise 2, weil Christian und ich... und dann noch 2 Equestrian Odyssey Booster, woraus wir auch nichts Gutes gezogen haben, leider. Ja, das war's dann eigentlich schon mit dem Pre-Release selber, mit den ganzen Preisen, die wir gewonnen haben und die wir erspielt haben, verlost bekommen haben, etc. Das Einzige, was ich euch jetzt noch zeigen werde, ist, was ich mir im Laufe des Tages gekauft habe und was ihr in Zukunft als Reviews und Openings auf dem Kanal sehen werdet. Und das sind folgende Sachen. Wir waren einmal einfach noch im Laden und ich habe mir ganz am Anfang des Tages ein noch frisch zugeschweißtes Absolute Discord Display gekauft. Das heißt, das ist noch komplett voll, 36 Booster, die ich komplett öffnen kann für euch. Gleich mit dazu habe ich mir eine Equestrian Odysseys Display bestellt. Ebenfalls 36 Booster, alle noch voll und ebenfalls ein Opening für euch. So, am Ende des Tages habe ich mir natürlich, das war mein Ziel für den Tag, ein High Magic Display noch bestellt, habe es dort gekauft, wieder 36 Booster komplett voll, also haben wir hier 36, 36, 36, 108 Booster. Ja, und dazu habe ich mir dann am Ende nochmal gedacht, oh, egal, es sind nur noch 5 High Magic Booster im Schrank, gib mir die doch noch. Und was wir daraus gezogen haben, eieiei. Das werde ich euch nochmal kurz zeigen, was wir gezogen haben, weil wir in 3 der Boostern extrem gut gezogen haben und in den anderen 3 nicht so. Warte mal, in 3 von den 5 haben wir gut gezogen und die anderen 2 nicht so. Und da haben wir dieselbe Ultra Rare, die Christian gewonnen hat, nochmal gezogen, was natürlich voll geil ist. Die packe ich mir eventuell ins Deck. Mal gucken. Ich habe dann noch die DJ Pwn 3 und Octavia Super Rare Dings gezogen. Die ist natürlich auch voll extrem geil. Aus der Slice of Life Episode kennt man das Design auf dem Ding selber. Da habe ich eine Discord Rare gezogen. Dann noch eine andere normale Rare. Was halt das allerbeste war, ist folgendes. Und zwar der Tantabus. Das ist die Kreatur, die Luna in ihren Träumen heraufbeschworen hat. Und holy shit, die Karte ist verdammt wertvoll und verdammt selten. Und wir haben sie einfach in diesen 5 extra Booster, die ich dann zusätzlich zu dem Display noch gekauft habe, nochmal gekriegt habe. Wie geil!
Ja, aber das war es noch nicht ganz. Also das war alles, was ich im Funtainment gekauft habe. Ah ja, und wir haben uns einen neuen Beiner zugelegt, weil der alte mittlerweile voll wird. Und da ich da fucking 3 Displays stehen habe, die noch geöffnet werden müssen, kommt da bestimmt noch einiges rein. Und deswegen haben wir uns einen neuen Beiner zugelegt. So, und danach sind wir, weil wir in München waren, noch zum Itemshop gegangen. Wenn die Leute von euch nicht kennen, das ist wie Elbenwald ein richtiger Nerd-Geek-Shop. Richtig geiler Laden, wunderschön designt und wie der architektiert ist. Und richtig geiler Laden, die haben an MLP extrem abgestockt, weil die Nachfrage nicht so groß war, kann ich auch verstehen. Ist halt bloß schade für mich jetzt, weil ich dann doch mal hingehen wollte und eigentlich nochmal Comics kaufen wollte. Aber ist eben nichts mehr da, die haben nur noch wenige Funkos, die Restbestände halt. Und da habe ich mir Folgendes gekauft, und zwar einmal die Funko Pop Mini Pop Pocket Pop Box hier, wo Rainbow Dash, Derpy und Discord drin sind. Ich wollte natürlich unbedingt den Discord haben und habe deswegen halt nicht auf die Box verzichtet. Von dem her werde ich wahrscheinlich Rainbow Dash und Derpy hergeben später mal, aber Discord war mir jetzt ganz wichtig. Wer hätt's gedacht, Discord, gell? Dann habe ich mir diesen kleinen Fluttershy-Squishy noch gekauft. Der hat eigentlich denen gehört, der stand auf dem Schrank. Und ich dachte mir so, hey, wah, verkauft ihr den? Alter, die Skills, habt ihr das gesehen? Ich dachte so, hey, wah, ich dachte so, hey, wah. ob ihr den verkauft, weil der fehlt mir noch und es fehlt mir noch Pinky und Rainbow Dash. Also falls ihn einer von euch hat und mir tauschen will oder verkaufen will, ich nehme ihn echt gerne, aber der fehlt mir noch. Dann zu guter Letzt, letztes Jahr, als ich auf dem, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ich auf dem Pre-Release zu Canterlot Nights war, das ist, Canterlot Nights ist das zweite Set von den MLP-Karten. Es gibt die Premiere, Canterlot Nights, Crystal Games, Absolute Discord, Question Odyssey, und heute war ich auf dem 6. Also ich war auf dem 2. auf dem 6. Und auf dem 2. habe ich die hier gekauft im Item Shop. Applejacks, das sind Kellogg's Cornflakes, aber Applejacks, wie geil ist das, musste ich einfach haben. Und heute habe ich dann passend dazu gesehen, Apple Farm Cider. Wie geil ist das? Es ist ein echter Cider, also so ein Bier halt oder was auch immer. Ist nicht so mein Cider, aber ich musste die Dose einfach haben. Super geil, ich habe es auch noch nicht getrunken. Werde ich auch so schnell nicht. Aber verdammt cool, Apple Cider von der Farm. Wollte ich dann einfach haben. So ganz das Letzte war es immer noch nicht. Und zwar habe ich mir zusätzlich zu all dem noch dieses T-Shirt hier gekauft. Alter, gebt euch das Shirt. Wer auf Walking Dead steht, so wie ich, der wird das lieben, Alter. Gib's dir. So geil. I love it, Alter. Sind hier 3 Zombies drauf. Super geiles Shirt, hinten ist nichts, aber holy shit, wie geil. Musste ich mir einfach besorgen. Ich bin mega Walking Dead Fan, bloß dass ihr das auch mal wisst. Ich bin auch Game of Thrones und Breaking Bad Fan, also ja. So, aber das war's auch schon für heute, Leute. Nerf Ginger verabschiedet sich jetzt mal. Das Video müsste eh sehr lang sein und eine Menge zu editieren, weil ich eine Menge Einzelclips gemacht habe, wie ihr gesehen habt. Sagt mir doch mal, was euch besser gefällt, wenn ich mit dem Handy filme, weil ich dann ein klareres Bild habe, oder wenn ich mit dem filme, oder ob ich mit der nur vloggen soll und dann mit dem Handy die Sachen zeigen soll, weil dann hat man natürlich bessere Qualität. Ist ja klar, ich werde jetzt die Display-Openings wahrscheinlich auch mit dem Handy filmen, weil ich die Karten halt gut zeigen will, und dafür ist die Kamera leider nicht so gut geeignet. Ich kann damit echt gut Reactions aufnehmen oder ganz normal Videos, wenn ich nur rede, aber sonst ist das nicht so ganz nütze. Ja, also ich will euch nur mal kurz noch was zeigen, bevor ich Tschüss sage. Wie gesagt, hier sind meine 3 Displays, Absolute Discord, Equestrian Odysseys und High Magic. Ich habe hier drüben stehen erst letztens gekaufte Dinger, und zwar hier einmal Absolute Discord und zweimal Crystal Games. Die Kartons habe ich eigentlich dazu gekriegt, aber ein komplettes Crystal Games habe ich geöffnet. Und hier in meinem Schrank, wer es noch nicht kennt, da stehen 4 Premiere Displays, die ich im Laufe der Zeit mal gekauft habe. Da stehen 4 Canterlot Nights und da nochmal ein Canterlot Nights Display, also 5. Aber da hinten drinnen sind nochmal 2, das heißt, ich habe insgesamt 7 Canterlot Nights geöffnet. Und so beschissen gezogen. Scheiß auf Canterlot Nights. Kauft euch niemals Canterlot Nights. Da kauft ihr euch eher Premiere, weil da noch die besten Karten drin sind. Aber die da, die rentieren sich vom Wert her am meisten, weil da die meisten Ultra Rares und etc. drin sind. Also Scheiß auf Canterlot Nights. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von mir so sehen wollt. Ihr seht ja, ich habe eine Menge MLP-Stuff, zu was ich dann Reviews und so machen werde. Ich werde eine Menge machen, wahrscheinlich sogar alles. Muss ich gucken. Ich möchte aber
Ich habe nämlich am Black Friday, also der Tag von Thanksgiving da, eine Menge fucking MLP-Karten-Stuff mit Tinboxen und diese normalen Boxen und so auf Enterplay bestellt, weil die alle extrem reduziert waren. Und davon möchte ich auch einiges auf meinen englischen Kanal hochladen und werde nicht alles auf den deutschen packen, sondern auf den deutschen kommen dann erst eher so Display-Openings und so normale Boxen-Reviews möchte ich dann gerne auf meinem englischen hochladen. Bloß, dass ihr da Bescheid wisst, dass da nicht alles auf das Brony kommt, aber trotzdem eine verfickte Menge, weil ich werde vieles, was hier steht, auch im Nachhinein nochmal reviewen. Ihr habt jetzt zum Beispiel von mir das Review der Discord Fluttershy Wheel of Fine Figur gesehen und werdet jetzt dann die Display Openings und alles sehen. Und wenn euch das soweit gefällt, dann könnt ihr mir das auf jeden Fall mal mitteilen. Dann weiß ich Bescheid, wie euch sowas gefällt. Und dann, ja, schauen wir mal weiter, würde ich sagen. Ich denke, für heute ist Nerdstream schon mal aus. Ich bin ziemlich müde und ich will noch die ganzen Displays öffnen. Das heißt, ich werde jetzt mindestens noch 2 Stunden Recorden verbringen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann haut mal einen Daumen nach oben rein. Wenn nicht, einen Daumen runter. Und dann sehe ich euch hoffentlich im nächsten Video. Nerdstranger ist out. Abonniert das Brony. Und ja, hier könnt ihr fürs letzte Video klicken, das ebenfalls von mir ist. Da. Und da könnt ihr abonnieren. Und dann hoffe ich, sehe ich euch im nächsten Video. Hier kommt das Brohoof. Bye, Leute. Nerdstranger ist out. Das habe ich schon gesagt. Aber ihr seid jetzt auch aus. Out, weil ich das sage. Hatscha!